Bei der werteorientierten Führung geht es darum, dass ich meine Führung generell auf die Werte abstimme. Das heißt, ich muss mir erstmal meine eigenen Werte im Klaren sein und natürlich die Werte der Mitarbeiter und natürlich auch der Organisation, in der ich arbeite. Und auf diese Werte stimme ich meine Führung und mein Führungsverhalten ab. Werte sind vom Grund her sehr prägende Themen, also Dinge, die wir bewerten. Wir sagen etwas, was ist richtig, was ist falsch, sind gewisse Leitplanken. Wertesysteme sind vom Grund her das Zusammenspiel von verschiedenen Werten. Und ein wichtiger Aspekt ist immer wieder, ich muss mir im Klaren sein, was sind meine Werte und was verstehen wir denn auch darunter. Die meisten Führungsansätze gehen sehr stark auf die verhaltensorientierte Ebene und sehr stark in die Situation hinein. Werteorientierte Führung geht ein bisschen breiter. Das heißt, wir haben zum einen die persönliche Führung, aber auch die Gruppenführung, aber auch die ganze Organisation, die ich als Führungskraft auch ein Stückchen mitgestalte. Und dadurch, dass es auf die Werteorientierung geht, geht es deutlich tiefer als nur auf die Verhaltensebene. Und damit ist es stärkende Nachhaltigkeit und vor allem auch kulturprägend. Die Märkte haben sich kolossal verändert die letzten Jahre. Die Märkte sind schneller geworden, die Mitarbeiter haben sich verändert, es kommen ganze Generationen neu in die Firmen hinein. Das heißt also Generation Y, Fachkräftemangel, demografischer Wandel, das sind so typische Schlagworte. Das heißt, die Anforderungen an die Unternehmen sind größer geworden, auch was das Thema Führung angeht. Das heißt, manche Führungsinstrumente wie dieses typische Command and Control funktioniert einfach nicht mehr oder wird von Mitarbeitern auch nicht mehr akzeptiert. Und deswegen müssen wir uns viel komplexer aufstellen, weil die Komplexität in den Organisationen einfach zugenommen hat und es lässt sich über werteorientiertes Führen deutlich leichter und besser steuern. Der Ansatz basiert auf der Grundtheorie von Professor Claire Graves. Er hat ein Wertesystem entwickelt, das verschiedene Wertestufen, also wir nennen es die Nine Levels, integriert, international auch durch seine zwei Schüler Cohen und Beck, bekannt als Spiral Dynamics. Wir haben das Ganze in die moderne europäische Welt transferiert und auch businesstauglich gemacht und haben dazu eben diese Fragebögen entwickelt, mit denen man das eben messen kann. Und für mich ein wichtiger Punkt ist immer, wir brauchen ein System, das Werte definieren kann. Also was versteht man denn unter verschiedenen Begriffen? Also Gerechtigkeit ist für die meisten ein hoher Wert, aber was um alles heißt Gerechtigkeit? Das heißt, und da muss ich in den Diskussionen, in die Resonanz gehen mit meinen Mitarbeitern und dieses Thema einfach diskutieren. Wie wollen wir das handhaben und was ist für uns vor allem wichtig? Ja, das ist ein gern genommener Begriff, der eigentlich aus der Gesellschaft kommt, aber streng genommen gibt es keinen Werteverfall. Es ist eher eine Perspektive aus einem Wertesystem heraus, dass meine Werte vielleicht im Moment nicht so geprägt werden oder so gelebt werden. Das heißt, es geht immer um eine Weiterentwicklung, aber nie um einen Verfall. Also der Begriff Verfall als solches ist eigentlich falsch. Es geht immer um eine Werteentwicklung und jede Generation, jedes System, jede Organisation hat verschiedene Werte, die mir vielleicht aus meinem perspektiven Standpunkt einfach anders auftauchen und der eine sagt, sie verfallen, der andere sagt, hey, die entwickeln sich in die genau richtige Richtung. Das ist quasi insofern, der Werteverfall gibt es nicht, es geht eher um eine Werteentwicklung.